Naja, was soll's. Dieser Ort ist heiß wie die Hölle. Wie die Hölle. Okay. Also ich glaube, wir bekommen gleich unsere Farbe. Also unsere neue Farbe. Oh oh. Das war falsch. Kann ich das überhaupt? Geht nicht. Okay, also die Farbe ist irgendwie fest. Also man kann sie nicht. Also, huh. Also wenn man sie einmal irgendwo drauf macht. Oder ist es, weil es schon automatisch also drauf ist und man kann sie nicht mehr wegmachen? Dort ist die Blume. Dort ist sie, die Blume. Jetzt geh und schnapp sie dir irgendwie. Da muss irgendwas sein. Da machen wir ihn halt klebrig. Nee, doch. Lass die da. So. Und dann. Ah, da ist sie ja, siehst du? Warte mal. Ich brauche schon. Kann ich überhaupt auf den Kisten was zeichnen? Nee. Okay, dann mach's so, dass ich mit genug Anlauf noch da hochkommen kann. Also so. Nee. Nein. Genau. Warte, ich darf jetzt aber nicht auf ihn zu steuern. Denn sonst bin ich tot. Oder ich kann ja jetzt, warte kurz, bis da alles grün machen. Ja, hier eigentlich auch, weil er bleibt ja trotzdem an der Wand kleben. Dann kann ich da hoch. Und dann springen! Ups. Kamera, mach mir jetzt keinen Schaden. Genau, dankeschön. So, und dann gib uns die rote Blume bitte. Dankeschön. So, was können wir denn jetzt alles mit dir machen? Jetzt kommt wieder die schöne Musik, ne? Ja. More colors. Mehr Farben. More power. Mehr Kraft. Every time you obtain a new... Jedes Mal bekommst du eine neue Fähigkeit. Du vergisst deine Probleme vorübergehend. Und die Schuld. Jetzt hast du gelernt, wie du deinen Feinden schaden kannst. Du bist nicht mehr harmlos. Sie werden dich nie wieder unterschätzen. Ja, Gott sei Dank. Rote Farbe macht Glühwürmchen wütend. Sie erzeugen mehr Licht. Ehre. In der Zukunft kann das nützlich sein. Ah, okay. Aber wir haben bis jetzt noch keine Glühwürmchen getroffen, oder? Naja, Feuer ist nicht nur zum Töten gedacht. Manchmal kann es konstruktiv sein. Ah, zum Beispiel das zu... also man kann es auch... löschen. Du musst zurück zu den Vulkanen gehen. Benutz die Feuerkraft und töte deine Feinde. Mit löschen meinte ich also halt das Verbrennen und dann halt die Kiste löschen.
Ihr wisst schon, was ich meine. So, kehren wir zu den Vulkanen zurück und besiegen unsere Gegner, die uns bis jetzt auf die Fährten gegangen sind. Oder Fersen gegangen sind. So. Aber löschen kann ich das jetzt schon, oder? Jupp, jetzt ja. Okay, also war das eigentlich nur so, weil es schon so einprogrammiert war. Und was schon einprogrammiert ist, das kann man nicht löschen. Okay, gut. So, dann gehen wir jetzt weiter. Speichern erstmal. Und dann töten wir unsere Gegner. Tschüssi. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht getötet werde. Du fühlst dich unbesiegbar. Oh. Stirb du. Aber pass auf. Wieso bin ich jetzt gestorben? Hä? Wieso zur Hölle bin ich jetzt gestorben? Warte mal, jetzt ist ihm nicht kalt und schnupft, sondern wenn man zu lange draufsteht, ist ihm heiß. Ja, cooles Detail. Du fühlst dich unbesiegbar. Aber pass auf. So, wieso bin ich jetzt denn gestorben, wo er gestorben ist? Also, oder es kann sein, dass ich zu lange beim Feuer stand, obwohl da... Also, obwohl da Feuer war und ich es nicht bemerkt habe. Kann auch sein, natürlich. So, stirb. Stirb, du Gegner, du! Kannst mir nichts mehr antun. Bist besiegbar von mir. Vom Pat, den Farbenspieler, der keine Ahnung irgendetwas. Sei vorsichtig, es ist sehr dunkel. Ah, und jetzt kommen, glaube ich, die Glühwürmchen. Genau. Die Glühwürmchen leuchten ein bisschen. Sicherlich gibt es einen Weg, dass sie heller leuchten können. Da oben ist nichts, okay. Gut. Achso, das ist der Checkpoint. Ich habe schon gedacht, da oben sind auch noch welche. Aber nein, das ist der Checkpoint. So, dann können wir erstmal speichern. So, was ist hier los? Ja, bist aber lustig. Dum, 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 dum. So, der Gegner kann auch gleich sterben. Pass auf den Spalt auf. Auf welchen Spalt? Ach so. Ja, nee, ne? Ist klar. Okay, gut. So. Und dann geht's durch. Oh oh. So, und hier. Feuer. So, und jetzt
War's das mit der Dunkelheit oder geht es weiter? Du, 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 du. Verbrenne, du bist du. Du bist das von der Lehre erschaffen wurde und mich dann zurückkehren lassen will. Geil. So, dann geht's weiter. Was ist das für ein Monster? Eine Riesenschnecke, oder was? Ach nein, der kann das putzen. Wie fies. Aber wie soll ich dahin kommen? Ich weiß keinen Weg dorthin. Da, 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 da. Na komm, stirb. So. Gut. Jetzt zu dir, mein Freundchen. Was ist los? Theoretisch könnte ich ihm ja... Nee. Lol. Nein, 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 nein. Mano, wie soll ich denn das machen, bitte? Ich habe keine Idee. So. Versuchen wir einfach nochmal und bleiben da ein bisschen stehen, damit wir uns diese Kreatur auch anschauen können. Also er löscht Farben weg. Gut, dann würde ich sagen, wir springen einfach über ihn drüber. Weil was anderes kommt eigentlich nicht in Frage. So, warte. Genau. Ja, was anderes können wir eigentlich nicht tun. Das war ein Klimath. Eine kräftige Kreatur. Kräftige, was lese ich da für einen Schwan? Sie kann die Farben löschen. Sei vorsichtig mit ihm. Mit ihm. Ahahaha, woher kommen die jetzt? What? Warte, kommt der rüber? Nee. Okay, gut, dann lösche ich die da mal. Weil die kamen so auf einmal, ne? Und dann lese ich es gerade und dann, ja, einfach schon mal die Dingens. Dead End. Sackgasse. Nein. Oder auch Sackgasse. Oder? Geh weg. Geh weg. Okay, gut. Doch noch geschafft. Und was ist da los? Es gibt keine Möglichkeit, Klimath zu schlagen. Sie haben überhaupt keine Schwäche. Die Kanonen reagieren mit roter Farbe. Hey, cool! Haha, gut zu wissen. Aber bitte mach das wieder weg. Ich habe keinen Bock, getroffen zu werden. Dumm. Dumm. So. Gut, und jetzt zu dir, Freundchen. Du hast zwar Chancen, aber nicht mit der roten Farbe. Der roten Farbe des... Keine Ahnung, irgendetwas. Rote Farbe des Vergessens, oder? Nee. Passt irgendwie nicht dazu. Rote Farbe des... Irgendetwas.
Ich vermute, keiner ist unbesiegbar. Ja, das stimmt.